So. Was ich hier mache, ich habe gerade gefrühstückt. Bin ich jetzt fertig mit? Ich habe gerade noch ein paar Fragen beantwortet. Es ist ja Sonntagmorgen. Und dann beantworte ich eure Fragen auch. Wie nicht? Die habe ich doch eine beantwortet. Weißt du gar nicht mehr? Komm mal auf. So, jetzt gehe ich mal eine Runde in den Laden. Wollt ihr mitkommen? Ist aber nicht alles hell. Die Tiere sind froh, wenn die sonntags mal Ruhe haben. Ich gehe jetzt einen anderen Weg, weil ihr wisst ja immer, wenn ich zu Besuch bin irgendwo, dann muss ich immer 1000 Stufen klettern. Habe ich mir jetzt abgewöhnt. Ihr dürft mal mit über meine Terrasse kommen. Das ist nicht so eine richtige Abkürzung, geht aber nur bei Regen. Wenn nicht regnet, meine ich. Das ist übrigens mein Pool. Da könnt ihr mich abends drin treffen. Wenn ihr mich mal abends im Pool sehen wollt, könnt ihr ja mal schreiben. Dann ist natürlich der Deckel hoch, klar. Hoppala. Irgendwas geht noch nicht. Ach, muss auch verriegeln. Ohne verriegeln. Wir sehen uns gleich unten. Wackelt wohl ein bisschen, aber naja. Was will man machen, ne? Habe ich günstig geschnappt. Da habe ich gedacht, brauche ich nicht mehr so viel Treppen klettern. Das ist ja gut, ne? Da ist einfach. Und der Weg zur Garage ist auch nicht mehr weit. Jetzt gehen wir einen Laden kontrollieren. Das kennt aber hier alle meine geheimen Wege. Mein Moped kennt ihr ja auch, aber nicht jeder weiß, dass ich zwei davon habe. Wir gehen jetzt in den Laden. Wir gucken mal, ich weiß gar nicht, ob noch einer da ist. Ich bin heute ein bisschen spät, aber vielleicht treffen wir ja noch einen. Ja, ich gehe jetzt erstmal so gucken, ob alle Räume zu sind, Fenster zu, dass wir keine Einbrecher kriegen. Ich meine, wir haben ja eine gute Alarmanlage, aber kann ja mal einer vergessen haben, eine Tür abzuschließen oder so. Also gehen wir mal eine Runde gucken. Also die Tür wäre schon mal zu. Ich schließe die mal auf, damit ihr überhaupt wisst, wo wir sind. Da kommt ihr normalerweise rein. Das ist unsere Ladentür. Morgen früh um 10 ist sie wieder auf. Ich war die Woche ein paar Tage weg gewesen. Und hier ist ja unsere Schlemmerstube. Ihr wisst ja, die Pommesbude vorne. Ich habe den Handwerkern gesagt, wir wollen da mal ein bisschen was umbauen. Mal gucken, ob die da schon angefangen haben. Oh, die haben alles abgerissen. Wo ist denn meine Pommesbude? Die ist weg. Ich habe gesagt, wir machen da ein bisschen schön. Das sieht hier aus wie ein Luftangriff. Die können sich morgen was anhören. Mann, Mann, Mann. Wer soll das denn bezahlen? Mal gucken, was dann in der nächsten Tür ist. Ah, Ventilator geht, Heizung läuft. Das ist ja schon mal gut. Hier Quarantäne. Da dürft ihr gar nicht rein. Wir dürfen einmal kurz gucken, ist ja keiner da. Wusstet ihr eigentlich, dass eigentlich jedes Tier, was zu uns kommt, bevor wir das abgeben, erst in Quarantäne kommen? Wobei das Wort Quarantäne hört sich ja an, da ist einer krank, der muss in Quarantäne. Das heißt, da ist gar keine Quarantäne, die sind ja nicht krank, wir kaufen die gesund ein. Und wenn eine Woche sich nichts tut, das kann ja sein beim Einkaufen, haben wir übersehen, dass einer morgen eine Erkältung oder einen Durchfall hat. Und das wollen wir nicht, dass ihr ein Tier euch anschafft, was morgen womöglich Durchfall hat. Also beobachten wir das eine Woche, stellen auch in der Zeit auf unser Futter um, damit ihr dann mit unserem Futter weiterfüttern könnt, damit es denen auch weiter gut geht.
Küken sind auch schon heute verseucht. Ich glaube, unsere Tierpfleger treffen wir heute Morgen gar nicht. Ich bin, glaube ich, ein bisschen spät. Hier sind wir in der Terraristikhalle, das wisst ihr doch. Hier bin ich da so gerne. Krokodil nicht mehr da. Haben sie den verkauft? Ah, da hinten, da ist aber noch einer. Da sind auch noch zwei. Da schaut mal her, da ganz hinten in der Ecke. Da sehe ich, da sitzen noch zwei ganz kleine Babys. Die habe ich letzte Tage erst gekriegt. Und hier sind die mittelgroßen. Die sind schon von letztem Jahr. Und die kleinen, die waren jetzt von vor 4 Wochen. Aber die von letztem Jahr haben wir auch nur noch 5, 6 Stück. Dann sind die auch schon wieder alle weg. Boah, wenn ihr meinen kennt, der noch Krokodile züchtet, sagt ihr mal Bescheid. Also ich suche schon wieder. Ach, da ist er ja doch. Ja, hi. Ja, hi. Hast du dich versteckt? Ha? Hast du dich versteckt? Naja, ist da und fit. Die Schildkröten, die essen zum Beispiel nicht im Dunkeln so gerne. Da sind sie wach, aber die haben auch schon gemampft. Gab also schon heute Morgen ziemlich früh was. Unsere Kaninchen-Eulen da oben haben auch schon gefrühstückt. Hier liegen schon noch so ein paar Reste auf dem Boden, sehe ich. Der schwarze Leguan, der war auch schon buttern. Ja. Lass mal mein Moped wiederholen, sonst kriege ich Plattfüße, ja. Insekten sind schon heute alle gekommen, damit ihr Montagmorgen auch richtig viele frische Insekten habt, ne? Damit eure Tiere was zu essen haben. Wir brauchen eine Woche im Augenblick fast 5000 Dosen von. Da ist eine riesen Logistik hinter, um die alle zu kriegen. Ja, mein Studio kennt ihr ja. Die anderen Reptilien, die schlafen alle. Ich kann da mal eine schnelle Runde durchfahren. Wir machen denen aber nicht Licht an. Die meisten Tiere sind jetzt froh, wenn mal nach einer Arbeitswoche auch mal die Lichter aus sind und die mal schlafen. Reptilien, Amphibien fressen auch in der Natur nicht jeden Tag. Da gibt es ja auch mal den Regentag, wo die verkrochen bleiben. Der Regentag fällt bei uns immer auf den Sonntag. Das ist denen ziemlich egal. Aber so einen Tag Ruhe brauchen die. Ich gehe nur mal gucken, ob alles ganz ist. Und für mich muss nur alles ganz sein, wenn die Scheiben alle zu sind. Das sehe ich auch im Dunkeln. Aber jetzt sind wir hier bei Hunde. Hier haben wir eine große Fensteranlage, dass die Hunde auch Tageslicht haben. Aber der Tierpfleger ist auch schon weg. Ich nehme an, der ist gerade mit einigen Hunden spazieren gegangen. Also auch sonntags gehen alle unsere Hunde an der Leine draußen spazieren, Gassi, bisschen Grundübung machen. Denn wie ich sehe, gerade sind nur 3 von 9 Boxen besetzt. Der Rest ist alle leer. Finden wir so schnell Menschen, die unsere Hunde haben wollen, weil wir kümmern uns da richtig drum. Ich kann euch mal zeigen, vielleicht haben wir auch noch welche in der Quarantäne. Habt ihr ja sicher noch gar nicht gesehen. Kommt mal mit, wir gehen mal eben in der Quarantäne. Vielleicht wird ja nächste Tage wieder voller. Ah, hier sind schon welche. Hier kommt also schon Nachschub in Kürze. Sauber gemacht ist, feucht ist noch ein bisschen. Hier ist leer, da hinten höre ich noch jemanden. Ach, da sind auch noch eine ganze Gruppe. Das ist hier die Quarantäne und nach ein paar Tagen kommen die dann natürlich auch alle vorne ins Geschäft. Aber wenn ihr was Bestimmtes an Hunden fragt und wissen wollt, einfach anrufen oder ein Mail schreiben, kriegt ihr natürlich sofort eine Antwort. Ja, hier ist unsere begehbare Voliere. Begehbar heißt nicht, dass die Vögel hier nur gehen können. Nee, die können auch fliegen. Aber hier darf man als Besucher mal reingehen. Die da drin sind, sind immer alle zahm. Ja, hier ist immer laut. Bei Vögeln gibt es immer viel zu erzählen. Ich glaube, die redseligsten Lebewesen überhaupt sind Vögel. Da ist immer was los. Hier achte ich natürlich, dass ordentlich eingestreut sind, dass zusätzliche Futternäpfe und Wassernäpfe auch auf der Erde sind, dass ein paar Möhren mit drin liegen zum Knabbern. Das ist immer wichtig. Allen Vögeln geht's gut, so wie sich das anhat. Jetzt gehen wir mal noch nach Kleinsäuger, aber da ist jetzt, glaube ich, auch schon himmlische Ruhe. Hier bei den Kleinsäugern ist meist immer sehr ruhig. Ja, in der Natur, wenn die überall Krach machen, ne, dann hört der Fuchs, der Marder, der Greifvogel, hört, dass die da kommunizieren. Bei Vögeln ist halt anders, die können ja wegfliegen. Ihr beide wollt auch mal ins Video? Ja, spannend, ne? Ja, da guckt ihr aber spannend. Ja,
Morgen ist bestimmt wieder was los. Vielleicht findet ihr dann schon ein neues Zuhause. Das geht ja hier manchmal ganz schnell. So, jetzt geht's in die Aquaristik. Schlafen Fische? Schaut mal, die Piranhas stehen ganz ruhig. Aber richtig schlafen tun die nicht. Aber die sind jetzt in Ruhestellung. Jetzt sehen sie, dass wir hier sind. Jetzt werden sie ein bisschen lebhafter. Aber gerade waren sie alle ganz still. Die Quallen hier, die treiben, egal ob Tag und Nacht, die wandern immer weiter. Ganz egal. Bei denen gibt es keine Pause, kein Nichts, sondern sind immer nur unterwegs, sind immer nur am Pumpen. Faszinierend. Nachts mit so blauem Licht da drauf. Hat was. Ja, da hinten im Meerwasserbereich, da ist in einigen Aquarien noch Licht an. Da haben wir gestern neue gekriegt. Und die müssen sich ja erstmal an unsere Aquarien gewöhnen. Also ich kontrolliere nur, jetzt sind nur die Aquarien an, wo neue Fische kommen. Und selbst wenn so einige mal wie hier vorne so ein bisschen auf der Erde liegen, das sind ja Anemonenfische. Und die liegen ja in Anemone gerne. Das ist also dann normal. Und wenn die noch ein bisschen Angst haben, pressen die sich in eine Anemone oder hier in diesem Fall einfach auf Erde. Aber kontrollieren tue ich eigentlich nur die Atmung der Tiere. Daran sehe ich, denen geht's gut oder geht's nicht gut. Aber ich sehe hier im Augenblick, allen geht's gut. Wenn man das lange genug gemacht hat, sieht man das Verhalten der Fische. Das Atmen ist nur, ob die gleichmäßig atmen. Wenn ich nah rangehe, dass die dann in dem Augenblick sich erschrecken, ein bisschen mehr pumpen, ist ganz normal. Aber eigentlich so das Gesamtbild. Wie verhält sich der Fisch, wie schwimmt er? Schwimmt er so natürlich und ist er nicht am Pumpen wie wild, ist alles in Ordnung. Dass sie noch ein bisschen Stress haben, dass sie neu sind, das ist ja normal. So, jetzt fahren wir mal hier hinten lang den ganz langen dunklen Gang durch die Aquaristik. Das ist hier vielleicht für den einen oder anderen ganz gruselig. Aber hier ist gar nichts gruselig, hier ist Aquaristik. Hier sind die Aquarien, wir sehen die hier so rechts und links. Und im Vorbeifahren sehe ich auch die Fische, wie die reagieren. Hoppala. Und ich brauche gar nicht jeden Fisch einzeln sehen, sondern das reicht also vollkommen aus, wenn ich also nur einige sehe. Wenn ich einige sehe, dann sehe ich, wie die sich verhalten und dann ist alles gut. Sonntags hat die Erfahrung gezeigt, da tut den Tieren richtig gut, wenn die mal einen Ruhetag haben. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wenn ich sonntags kontrollieren gehe. Allerdings morgens ist schon immer jemand da. Nee, nicht einer, drei, vier, fünf, bis alles durchgefüttert ist, alles organisiert ist. Nachmittags kommen noch mal ein, zwei, drei, die noch gucken, Wasser noch genug da, alles okay. Und dann ist alles okay. Wenn bei euch alles okay ist, dann habt ihr ja schon lange abonniert und die Glocke gedrückt. Habt ihr noch nicht? Hier unten. Da unten abonnieren. Augenblick warten, Glocke drücken. Dann habt ihr mich abonniert auf YouTube. Aber mich gibt es auch auf TikTok. Weiß noch gar nicht jeder. Ja, sucht mich mal auf TikTok. Auch da bin ich. Facebook, Instagram, Twitter, wisst ihr ja, da sind wir sowieso. Da treffen wir uns ja öfter. Da sehen wir uns auch nächste Mal. Nächste Mal sehen wir uns natürlich auch im nächsten Video. Ihr wisst ja, es ist ja nächste Tage wieder. Ich bin ja eigentlich immer da. Dreimal die Woche hier und auf den anderen Kanälen noch viel öfter. Wir sehen uns. Tschüss.